Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute mit einem Vorstellungs- und Meinungsvideo zum neuen Honor Play 8a. Fangen wir an. Honor hat vor kurzem sein neues Einsteiger-Smartphone vorgestellt, das Honor 8a bzw. Honor Play 8a. Aber der Reihe nach. Wie auch Xiaomi mit seinem Mi Play richtet sich das Play 8a mit guter Ausstattung und aggressivem Preis an den Einsteigermarkt. Das Smartphone bietet ein 6,09 Zoll großes IPS-Display mit HD-Plus-Auflösung, also 1560x720 Pixeln. Das Display ist dabei dem aktuellen Trend geschuldet mit sehr dünnen Rändern und einer mittig platzierten Tropfennotch versehen. Das Gerät hat hinten wie vorne Glas und an den Rändern Metall verbaut. Als Prozessor kommt im Gegensatz zu teureren Honor-Geräten ein MediaTek Helio P3 MT6765 mit 3 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz. Dem gesellen sich wahlweise 32 GB oder 64 GB erweiterbarer Festspeicher hinzu. Der Akku fasst 3020 mAh, welcher per Schnellladung aufgeladen werden kann. Die rückseitige Kamera hat 13 Megapixel mit einem Autofokus und die Frontkamera hat 8 Megapixel. Außerdem gibt es hier endlich bei einem sehr günstigen Gerät einen aktuellen USB-C-Anschluss. Sämtliche aktuellen Verbindungsstandards werden unterstützt. Außerdem hat das Gerät einen Dreifach-SIM-Slot, das heißt zwei SIM-Karten und eine Micro-SD-Karte mit bis zu 512 GB, können eingesteckt werden. Android 9.0 mit der EMUI 9 ist vorinstalliert. Der Marktstart beginnt in den nächsten Tagen in China. Der Preis liegt bei ungefähr 100 Euro. In einigen Monaten wird das Gerät mit Sicherheit auch bei uns erhältlich sein, dann für ca. 150 Euro. Was halte ich von diesem Gerät? Das Gerät sieht gut aus und ist schön groß. Endlich gibt es auch im Einsteigermarkt top aktuelles Design mit schmalen Rändern und der Tropfennotch. Die Materialwahl ist auch gut. Die technischen Spezifikationen sind für den Preis auch vollkommen okay. Sobald das Gerät bei uns verfügbar ist, kann man es mit etwas Geduld sicherlich auch für ungefähr 100 Euro erwerben. Sehr schön, dass sich auch bei den etwas günstigeren Geräten etwas tut. Falls ihr das Video interessant findet, dann würde ich mich freuen über ein Abo und einen Daumen hoch. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss!